Heute war der absolut raueste Tag des ganzen Aufenthalts hier in Holland. Und eigentlich dachten wir, wir können heute gar nicht angeln gehen. Und haben uns gesagt, ach, was soll's, wir können ja trotzdem mal ein paar Plätze absuchen. Aber statt suchen... haben wir heute richtig gedrillt. Yeah, das seht ihr jetzt. Ja! Mann, wie hatten wir uns auf diese Reise gefreut. 6 Tage mit dem Boot nach Holland und hier wollten wir es auf dem Volkerrit auf die ganz Großen absehen. Für so eine Reise Ende November braucht man nicht nur gutes Equipment, sondern auch ein wenig Glück mit dem Wetter. Wir hatten das Glück und durften hautnah den Einzug des Winters erleben und somit hatten wir nicht nur Frost, sondern auch richtig kräftige Stürme. Wie es am Folkerak so war, werde ich gegebenenfalls ein anderes Mal zeigen, denn am stürmischsten Tag unserer Reise machten wir keine großen Pläne. An diesem Tag war also ein Notprogramm angesagt und somit ging es ohne große Erwartungen vom Ufer aus los. Ja, das stürmische Wetter brachte uns jetzt den ersten richtig schönen Zander. Und das gelang uns an dieser Stelle auch nur, weil wir hier mit dem Wind arbeiten konnten. Die Kante war weit draußen gewesen und die letzten 40 Meter mussten wir immer komplett einkurbeln, da der Köder sonst keine Absinkphase mehr bekam. Wir machten uns also dem Sturm zunutze, um nochmal 20, 30 Meter weiter rauszukommen. Zur Hilfe nahmen wir uns auch überbleite Köpfe von 24 Gramm, die wir mit aller Wucht nach draußen beförderten. Und so war es auch nicht verwunderlich, dass der nächste schöne Fisch bei Katrin eingestiegen ist. Nee, alles gut. Ich habe einen guten Stand. Ja, hier kriege ich ihn. Ist aber noch eine ganze Ecke draußen. Ja, der war ganz hinten. Ja. Pump ihn hoch. Da vorne ist die Steinkante. Muss hier richtig Paroli geben, sonst geht er in die Steine rein. Schöner Zander. Ja, Leute, wahrscheinlich besteht der ganze Film nur aus wackeligen Aufnahmen. Aber so ist das, wenn man kämpft. Dann muss man wirklich alle Register ziehen und dann bleiben auch die Filmaufnahmen so ein bisschen auf der Strecke. Aber zumindest, yippie, wir haben jetzt wirklich beide Erfolg gehabt. Wir haben beide einen schönen Zander gefangen. Und ja, wir wechseln jetzt einfach mal. Wir sind jetzt, wie gesagt, im Holland's Deep. Wir werden jetzt hier rüber nochmal zum Hardings Fleet fahren. Da ist noch so ein kleiner Hafen, da war ich persönlich noch nicht. Macht aber guten Anschein, da haben wir gleich tiefes Wasser und tief standen die Zander hier ja auch. Da geht's jetzt mal weiter und vielleicht haben wir da ja auch noch mal Glück, noch einzufangen, ne, mein Liebling? Unbedingt! So, hier einmal Hände. Jo, danke. Jedoch war der neue Platz definitiv zu weit entfernt und ganz offensichtlich waren die Fische heute im Weißlaum. Darum fuhren wir einfach auf die andere Seite und dann an den Hardings Fleet an eine
Buhnstrecke, wo ich schon geangelt hatte und wo ich den Platz auch kannte. Hier stand der Wind direkt auf die Buhne rauf, also richtiger Sturm voll im Gesicht. Und unsere Würfe, wir kamen gerade mal 30 Meter raus, aber nichtsdestotrotz versuchten wir es und wir wurden nicht enttäuscht, denn dieser Platz brachte richtig Fisch. Jo, und es wird noch schlimmer werden. Erster Frost auf den Scheiben. Heute haben wir tagsüber, naja, ich prognostiziert haben sie 6 Grad mit Wind, aber viel Wind. Von daher denke ich mal, wird es ein bisschen frischer noch gefühlt sein. Wir kennen heute hier den Volkerrack, den Rücken. Das ist mein Liebling, das hat auch dein Hecht. Ja, mein Hasi. Guck mal. Solche großen Fische, die darf Tobias landen. Da suchen wir beide über Tage die Fische mit dem Boot und fahren hoch und runter. Und beim schlechtesten stürmischen Tag schlagen wir voll zu mit 5 Kirschen jetzt schon. Ja, da fangen wir was. Hammer! Ja, ehrlich. Vielleicht ist auch jetzt der Knoten geplatzt und morgen vom Boot aus auch, wer weiß. Ja, ne? Wer weiß. Ne? Oh, wäre ja zu wünschen, ne? Ja. Alter Finne, mal ehrlich, was für eine Drill-Action und dabei hatten wir noch nicht einmal alle Fänge aufgenommen.
Auch ich hatte eine Runde, wo die Rollenbremse kein Ende gefunden hatte, aber so ist Angeln. Du kannst tagelang die Arme auswerfen und gerade am für uns schlechtesten Tag, ohne Erwartung, geht sowas von die Luzi ab. So ist eben Angeln und darum sind wir alle infiziert. Schöne Weihnachten und die besten Grüße von Hanse Catch Hamburg und von Katrin und von mir, Tobias.